Oh, ich weiß auch nicht. Heute gibt es ein kurzes Video. Genau. Hallo und herzlich willkommen bei den Teams. Ich kann so nicht arbeiten. Nee. Scheiß Laienschauspieler. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Dieses Video wird ziemlich kurz werden, weil morgen ist Heiligabend und wir haben leider keine Zeit gefunden, für euch ein etwas längeres Video aufzunehmen. Deswegen gibt es jetzt ein kurzes Update zum Heiligen Abend. Ja, ich muss morgen früh nochmal arbeiten, 4 Stunden. Und mein Mann muss sich um einen Teil des Abends kümmern, nämlich die traditionellen Puten-Oberkeulen kaufen, die schon vorbestellt sind. Nur kaufen. Nur mehr brauche ich Gott sei Dank nicht machen. Na, vielleicht noch mal ein bisschen die Wohnung durchsaugen und wenn ich dann nach Hause komme, gibt es weitere Vorbereitungen. Das Essen muss vorbereitet werden. Vielleicht noch mal Wäsche waschen, weil ich bin ja sehr abergläubisch und werde zwischen den Jahren keine Wäsche waschen. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Brauch oder Aberglauben kennt, aber ich kenne das so von zu Hause und so handhabe ich das auch weiterhin. Ja, ansonsten haben wir eigentlich schon vieles vorbereitet. Der Baum steht, also geschmückt ist und ich habe schon einen Teil von dem Nachtisch vorbereitet, weil selbst wenn wir morgen Abend Klöße essen, gibt es dennoch einen Low Carb Nachtisch und dann habe ich heute schon mal das Baiser, Low Carb Baiser vorbereitet. Ja, ansonsten müssen wir noch ein paar Geschenke einpacken. Ach ja, für die Geschenke Kiddies. Müssen noch eingepackt werden. Die müssen noch eingepackt werden. Das ist aber wieder so eine Aufgabe, die bei mir hängen bleibt. Ich habe ja keine Zeit. Ich muss das Essen machen. Ist klar. Also Geschenke werden wir noch einpacken. Ja, wie gesagt, noch ein bisschen durchputzen, alles hübsch machen. Und dann kommen auch schon unsere Großeltern oder ein Teil unserer Großeltern. Und dann werden wir hoffentlich wie jedes Jahr schönen, aber auch lustigen Abend haben. Ist immer lustig. Immer lustig. Musik. Weihnachtsmusik dürfen wir leider nicht hören. Also traditionelle Weihnachtsmusik dürfen wir nicht hören, weil meine Mama sehr nah am Wasser gebaut ist und immer plärrt. Ja, dann habe ich umsonst geputzt, wenn überall die Wasserpfützen hier sind. Aber ansonsten ist immer so, bis zur Bescherung ist es eigentlich echt schön, besinnlich und danach ist es eigentlich nur lustig. Ja, aber Weihnachtsmusik hören wir trotzdem. Wir hören nämlich amerikanische Christmas Swing Musik. Die finde ich persönlich immer ganz schön. Und es ist auch witzig. Ja, ich weiß, dir gefällt die nicht. Doch, und deine Mutter kann sie sich nicht übersetzen und dementsprechend hat sie keinen Grund zum Plärren. Also das ist schon mal ganz gut. Nein, das ist eigentlich von der Sache her ganz witzig. Im Endeffekt dreht sich sowieso immer alles nur um die Kinder, weil, ja, aber ich hoffe, ich kriege ja auch ein Geschenk. Also du kriegst nichts, aber... Ich muss morgen eh noch Puten-Oberkeulen holen. Nein! Was denn? Dann kriege ich ein Päckchen Vanillezucker oder was? Vielleicht doch Backpulver. Nein, natürlich nicht, Schatz. Nee, da kriegst du was Schönes. Aber ich habe nichts für dich. Ich möchte ja nichts. Also ich bin wirklich so ein Typ, ich möchte nie Geschenke haben. Ich schenke lieber. Also sag mir, was ihr haben wollt. Ich kaufe das Ganze dann und verpacke es dann. Nein, aber ich schenke lieber, anstatt beschenkt zu werden. Das ist so... Geht mir auch so, aber ich habe das Geld nicht. Ich schon. Klar, mit Geld nicht. Ich habe das Geld nicht für deine Geschenke. Ich kaufe ja auch immer Geschenke für die Kinder. Ja, ich wollte nämlich eine Drohne haben, die kostet so 1200 Euro, aber ich glaube, da rede ich ja in jedem dritten Video drüber. Also wenn irgendjemand mal eine Drohne übrig hat, eine gescheite, darf sich gerne bei mir melden. Sollte so von DJI sein. Kleiner. Ja, aber das ist so mein Ziel, worauf ich sparen werde. Wenn ich so ein bisschen Bares kriege von irgendjemandem, dann kommt das in den DJI-Pod. Da kriegt ihr nämlich irgendwann schöne, geile Aufnahmen von oben. Gut, ansonsten. Ja, wir sind jetzt hiermit durch mit unserem Video. Das vorletzte für dieses Jahr. Genau. Und wir wünschen euch auf jeden Fall für morgen ganz viele schöne, besinnliche Stunden mit eurer Familie, mit euren Liebsten.
feiert schön, lasst euch schön beschenken und dann sehen wir uns nächste Woche in alter Frische und zum letzten Mal in diesem Jahr. Und wir sagen bis dahin. Was sagt man denn? Was sagen wir denn? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ho, ho, ho. Tschüss. Tschüss.